eigentlich jemand ein Messer benutzen? Ja. Soll ich mal zeigen, wo wir hier stehen? Zeig mal, wo wir stehen. Ah, schaut euch das mal an hier. Ich drehe euch mal um. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist jetzt hier direkt an der Straße für eine kleine Pause, aber... Das immer wieder. Pfeffer brauchen wir. Ja. Kannst du ausmachen. Und was sagst du zum Tankstellenbrot? Mega gut. Gell? Besser überraschend. Als bei manchen anderen Bäckern. Guck mal Leute, wir haben jetzt hier gerade eine kleine Pause gemacht. Hier gibt es einen Wasserfall. Da vorne steht die Uli. Und ich nehme euch jetzt mal kurz mit. Das ist nur ein Katzensprung hier. Man hört schon Rauschen. Guckt euch das mal an, ist das nicht Wahnsinn? Direkt an der Straße. Wunderschön. Und da oben ist die Straße, da wo das Auto steht. Ich wollte mal kurz zeigen, oder Uli zeigt, wir fahren hier den Flüela-Pass. Wir sind jetzt auch wieder auf dem Abstieg, Baumgrenze kommt schon wieder und jetzt kommt uns hier ein Linienbus entgegen. Ist das nicht Wahnsinn? Na, die müssen Nerven haben, die Fahrer hier. Und einen guten Motor. Aber ich muss sagen, der Caddy, obwohl er voll ist, macht Spaß zu fahren. Läuft wunderbar. We'll be right back.
Juri. 20.000 sind erreicht. Und wir sind in St. Moritz. Und wir sind da. Großartig. Hat gefahren. Heute wäre die Inspektion fällig. Ah, wie ärgerlich. Ja, die haben wir ja schon gemacht. Na, zum Glück, dann ist ja alles. Das nenne ich mal einen ordentlichen Stellplatz. Wie man hier so schön sagt. Genau. Oder Salü. Salü. Salü finde ich auch schön. Das ist schön. Ja, wir sind immer noch in der Schweiz. Der Juri hat heute Geburtstag. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Genau, und jetzt haben wir hier eine kleine, einen Spaziergang gemacht, eine Stunde von der St. Moritz entfernt. Wir sind jetzt an diesem wunderschönen See. Ich habe den Namen vergessen. Stanzersee? Stanzersee? Also die Location, wo wir sind, heißt Lay de Stadt. Und hier war ich schon vor einem Jahr. Ja, dann ist der Stanzersee. Lay ist See auf Romanisch. Genau. Und hier war ich vor einem Jahr mit der Franzi, die Freundin, die wir hier gerade besuchen. Die hat nämlich letztes Jahr hier Geburtstag gefeiert. Und genau, jetzt sind wir wieder hier und das Wetter ist bombastisch. Es sind zwar, glaube ich, offiziell nur 15 Grad oder 16 Grad, aber die Sonne ist knallt richtig und wir sind in 1800 Meter Höhe. Ja. Ja, das heißt, wenn man hier läuft, kommt man dann auch schnell an seine Kurzatmigkeit. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild sieht. Wir drehen euch mal kurz hier rüber. Da müsstet ihr jetzt sehen, wo die Bäume aufhören und wo die Baumgrenze ist. Das hatten wir ja schon bei der Herfahrt, dass wir quasi oder da hinten über den Flüela-Pass gefahren sind. Ich drehe euch mal rum. Genau, hier sieht man schön, wo die Bäume aufhören und da oben ist dann quasi einfach nur noch karg. Karg. Und wenn wir dann weiterfahren Richtung Südtirol, werden wir auch wieder über so einen Pass fahren. Kann ich hier nochmal zeigen. Da kann man natürlich für Geld sich so einen Strandkorb hier mieten. Das brauchen wir nicht. Aber wer will das schon? Aber hier chillen alle rum und es ist schön ruhig. Mhm. Und der See ist auch hervorragend. Klar. Von der Wasserqualität. Da sind ganz viele Fische drin. Ich habe schon geguckt. Juri war mit den Füßen drin. Ja. Ja, was machen wir heute noch, Uli? Ja, bei uns ist es so, derjenige, der Geburtstag hat, der darf bestimmen. Weiß nicht, ich finde, das ist immer gut. Das heißt, Juri darf bestimmen, wie es weitergeht. Heute Abend werden wir auf jeden Fall bei einem schönen Italiener essen, wo es so schöne selbstgemachte Pasta gibt in St. Moritz drin. Und keine Ahnung, Juri, worauf du noch Lust hast heute. Ja, wir werden sehen. Wir können ja sonst auch da oben, kannst du ja auch mal zeigen, da geht so eine Seilbahn hoch. Also das sieht man jetzt auf dem Bild. Ja, warte, ich versuch's euch auf dem mal. Bild nicht. Vielleicht kannst du mit dem Daumen zeigen. Da geht eine Bahn hoch. Ja. Und da kann man hochfahren, beziehungsweise gibt's auf der linken Seite, das sieht man jetzt nicht, das ist quasi noch hinter dem Berg noch ein Berg, das ist dann bei St. Moritz. Da gibt es auch eine Bahn und ein Lift, wo man hochfahren kann. Eventuell fahren wir da vielleicht noch hoch und genießen die Aussicht oder spazieren oder wandern da noch ein bisschen. Aber wie gesagt, Juri darf heute entscheiden. Yeah! Genau, so viel dazu. Genau, bis später. Tschüss!
Juri, was machen wir denn hier? Wir fahren jetzt mit der Rolltreppe standesgemäß vom Tal, vom See, vom St. Moritzsee, wieder hoch ins Dorf. Ganz klar. Ist doch logisch, oder? Da gibt es auch noch ein paar Rolltreppen runter. Wir sind halt ein bisschen faul. Wir waren schon, wie lange waren wir jetzt unterwegs? 2 Stunden oder was? Keine Ahnung. 4. Und haben jetzt keine Lust auf den Aufstieg. Und jetzt sind wir auch schon gleich oben. Das ist witzig. Ich möchte zeigen, oh, wo wir jetzt rauskommen. Sind wir da. Tada! Mal schauen. Ah, und schon sind wir oben. Okay. Interessant. Das hier ist der schiefe Turm von St. Moritz. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt rüberkommt, aber dieser ist noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Das ist total abgefahren. Und der muss auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gestützt werden, weil die Gefahr ist sonst, dass er ja, auf die Straße und auf das Haus davor fällt. Setzt du dich neben mich? Ja. In den Schatten. Mhm. Ist das ein Geburtstagsbier? Das ist ein Geburtstagsbier. Schön. Gefällt es dir bisher hier? Mir gefällt es hervorragend. Ich finde es total super, dass wir immer noch mit unserer Batterie zurechtkommen, obwohl wir die ganze Nacht die Heizung anhatten. Hätte ich nicht gedacht. Das Auto ist ja auch gerade noch ganz normal angesprungen. Ja, und ich frage mich, was sich wohl die ganzen Leute auf dem Golfplatz hier denken. Das weiß niemand so dass genau. Dass wir hier quasi auf dem Golfplatz campen. Ja. Man muss allerdings dazu sagen, die Freundin von uns arbeitet für das Hotel und hat das quasi genehmigen lassen. Genau. Also wir sind nicht hier einfach so auf den Golfplatz gefahren. Wir haben die freundliche Genehmigung der Direktion. Genau. Kannst du mir meine Sonnenbrille bitte geben? Ja. Ich halte. Ja. Kannst du gleich mal dein Geburtstagsgeschenk zeigen? Ja, stimmt. Juri hat eine neue Sonnenbrille. Mit Stärke, weil man wird ja nicht jünger, ne? Ja, vielen Dank nochmal. You're welcome. Ich setze mich jetzt ein bisschen in den Schatten und genieße den Blick nochmal ins Tal. Ja, tu das. Wir haben heute Nacht in einer Tiefgarage geschlafen. Ich kann euch auch erklären, warum. Wir haben ja jetzt 3 Tage quasi am Berg gestanden und haben nachts auch die Heizung wirklich gebraucht. Wir hatten teilweise Temperaturen fast um den Gefrierpunkt. Und weil wir noch keine Zweitbatterie haben und ich immer mehr merke, dass wir eine brauchen, habe ich die Franzi gefragt, ob wir einfach uns in die Tiefgarage stellen können, weil da ist ja mehr oder weniger warm und nichts los, weil gerade das Dorf sowieso leer ist. Und ich muss sagen, wir haben erstaunlich gut geschlafen. Wir haben eigentlich tief und fest in diesem dunklen Loch geschlafen, hatten auch genug Sauerstoff, unser Gaswarner war an, alles wunderbar. Aber schon verrückt, dass wir hier in St. Moritz in der Tiefgarage noch übernachten. Aber hey, so ist die Batterie geschont und heute geht's weiter, wird alles wieder aufgeladen, alles ist gut. Jetzt auf den letzten Kilometern in der Schweiz. Wir sind über den Ofenpass gefahren und durch den, was denn?
gar nichts, der gute alte Ofen. Und, also wir kannten den vorher nicht. Und durch den Schweizer, ein Stück durch den Schweizer Nationalpark, das war sehr schön. Genau, und damit ist jetzt quasi der Teil für die Schweiz zu Ende. Als nächstes geht es nach Italien für uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und bleibt dran, wir sehen uns dann in Italien wieder. Bis dann. Ciao. Tschö.